Saisonstart für die Münchner Kufen- und Fußballfans. Im Olympiapark ist schon der Winter eingezogen. Zumindest was die Temperaturen in der Eishalle und in der Trainingshalle betrifft. Nach der Sommerpause können hier nun alle Schlittschuhfans wieder ihre Kreise ziehen. Alle Infos zu den Zeiten und Preisen gibt es unter www.olympiapark.de. Da findet man auch alles zur beliebten Eisdisco. Es hat der Publikumslauf wieder begonnen, unsere Eiscluster haben aufgemacht, die Soccer-Arena hat wieder aufgemacht, sodass wir wieder Sport für jedermann hier im Olympiapark anbieten können. Wir bieten einen Eistanz für Erwachsene an, auch das ist erstmalig. Dazu haben wir natürlich viele Schulen, Freizeitvereine, die hier trainieren. Wer heiß auf Eis ist, um im Genre zu bleiben, der muss hier hinkommen. Natürlich rentiert es sich, man sieht es selbst heute. Wir sind in der Woche, es ist voll, viele Kinder, die hier ihren Spaß haben. Die Eislaufsaison geht voraussichtlich bis Ende Mai, Anfang Juni.